Warum blau machen, wenn es grün viel schöner ist? Die Frühjahrspflanzaktion der Hoyerswerder Genossenschaft Lebensräume. Diesen Freitag und Samstag grüne Tage im Turmbaumarkt im Gewerbegebiet Seidewinkel. Das Frühlingsfest mit Frühlingsmarkt und buntem Programm für die ganze Familie und mit Sonderkonditionen. Denn mit der Genossenschaft Service Card gibt's bis zu 15% Rabatt auf alles. Eine Einladung Ihrer Genossenschaft Lebensräume. Mehr als gewohnt. Startfrei für ein sommerlanges Blütenparadies auf Balkon, Terrasse und Garten. Am Samstag und Sonntag in der Gärtnerei Witte. Wir sorgen mit Rat und Tat für das perfekte Pflanzenglück. Auf zur Gärtnerei Witte dieses Wochenende. Zum Tag der offenen Gärtnerei in Hoyerswerda, Senftenberger Vorstadt. Was ist Geriatrie? Welche Krankheitsbilder und Behandlungsmöglichkeiten gibt es in der Altersheilkunde? Experten des Lausitzer Seenlandklinikums und niedergelassene Ärzte informieren Sie bei einem Bürgerforum zum Thema Möglichkeiten und Grenzen von Diagnostik und Therapie in der Geriatrie. An diesem Samstag ab 14 Uhr im Lausitzer Seenlandklinikum in Hoyerswerda. Stellen Sie den Ärzten Ihre Fragen. Projektwoche, eine Reise um die Welt in der Köhe. Saisonstart, blühende Sachsen in der Gärtnerei Witte und Berufetag, Girls and Boys Day in Hoyerswerda. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Donnerstag, dem 25. April. In den vergangenen Jahren ging es mit vielen Unternehmen der Solarbranche abwärts. Auch das sächsische Unternehmen SolarWatt stand kurz vor dem Aus. Jetzt will die Firma wieder durchstarten und mit innovativen Ideen der Krise trotzen. Wie die deutsche Solarindustrie wieder auf die Beine kommen will, stellte das Unternehmen am Mittwoch in Dresden vor. Die Solarkrise ließ in der Vergangenheit auch sächsische Unternehmen in die Knie gehen. Darunter auch den Dresdner Hersteller SolarWatt. Nun kehrt die Firma der Krise den Rücken. Deutsche Qualitätsarbeit und innovative Ideen zur Eigenversorgung mit Solarstrom sollen nun der Schlüssel zum Erfolg sein. Im Eventwerk Dresden hat das Unternehmen am Mittwochabend zu seinem 20. Geburtstag das neue Konzept vorgestellt. Wir haben gelernt und gewusst, dass wir unsere Strategie umstellen müssen, unser Geschäftsmodell umstellen müssen, weg vom förderungsgetriebenen, commodity-vergleichbaren Markt hin zu einem systemischen Markt, wo wir uns ganz klar differenzieren als deutscher Qualitätshersteller. Das haben wir in der Phase der Insolvenz letztes Jahr gelernt, schmerzhaft gelernt, man wird dadurch bescheidener, aber man lernt auch, sich darauf zu konzentrieren, was man kann. Und was wir halt können, sind innovative, höchstwertige Produkte herstellen. Und was wir nicht können, ist möglichst viel, möglichst billig produzieren. Eine Laudatio der Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss und eine Rede des Bundesumweltministers Peter Altmaier zu innovativen Energien ließen die über 1000 Gäste zuversichtlich in die Zukunft schauen. Detlef Neuhaus ist sich allerdings auch der Gefahren der Solarbranche bewusst. Die Risiken liegen im Markt. Der Markt konsolidiert sich. Es ist ein schwieriger Markt. Den können auch wir uns nicht entziehen. Die Risiken liegen in unkalkulierbaren, schwierigen politischen Rahmenbedingungen. Da hoffe ich, dass wir in eine vernünftige, konstruktive Diskussion kommen. Da bin ich sehr positiv gestimmt. Und die Risiken liegen darin, dass wir es nicht schaffen, unseren Kunden zu überzeugen. Aber da werden wir alles für geben und heute Abend sind wir deswegen hier. Ob deutsche Qualitätsarbeit auf dem Solarmarkt überleben kann, werden die kommenden Monate zeigen. Für die neuen Produkte gibt der Hersteller 30 Jahre Garantie. Doch die deutsche Qualitätsarbeit müssen sich die Kunden auch etwas kosten lassen. Günstiger würden sie allemal mit der Konkurrenz aus Fernost fahren. Derzeit sind gut 300 Angestellte in der Produktion noch in Kurzarbeit tätig. Dies soll sich aber bald ändern. Denn mit dem neuen Konzept will SolarWatt in Zukunft wieder schwarze Zahlen schreiben. Wir melden uns gleich wieder, dann habe ich die aktuellen Nachrichten vom Tage für Sie. Die Schnäppchenangebote in ihrer Fressnapf-Filiale. Real Natur Nassnahrung, verschiedene Sorten, Zahl 5, nimm 6. Delights Kausnacks, jetzt 20% Rabatt. Vitakraft Vita Spezial, die 600 Gramm Packung, jetzt nur 3,49 Euro. Fit und Fun Thai-Sticks, der 7 Liter Beutel, nur 4,99 Euro. Das und viele andere Angebote ab Montag bei Fressnapf an der Wittichenauer Kreuzung. Fressnapf, alles für mein Tier. Immer gut informiert mit Elsterwelle. Dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Bei
uns finden Sie die größte Teppichauswahl in der Lausitz. Teppichwelt Hoyerswerda. Egal ob Teppich, Bodenbelag oder Auslegware. Wir liefern kostenlos bis 30 Kilometer. Unser Fachpersonal steht Ihnen beim Verlegen und Ketteln mit Rat und Tat zur Seite. Sämtliches Zubehör zum Dekorieren Ihrer Fenster finden Sie in der Gardinenausstellung, einschließlich Nähservice. Neu ins Sortiment aufgenommen die Matratzenabteilung. Von Federkern bis Kaltschaum sind diese in allen Standardgrößen erhältlich. Die Lieferung und die Entsorgung der alten Matratzen ist kostenlos. Teppichwelt Hoyerswerda, Nähe Kaufland. Schauen Sie doch mal rein. Willkommen zurück bei der Drehscheibe mit den Nachrichten. Sachsen etabliert sich als Zuwanderungsland. Der Wanderungssaldo für das vergangene Jahr zeigt einen neuen Rekord. Das Plus von fast 12.000 Menschen stellt eine Verdreifachung des Saldos im Vergleich zu 2011 dar. Laut Wirtschaftsminister Morlock zeigen die Zahlen, dass keine Region in Sachsen abgehängt werde, sondern dass flächendeckend im ganzen Land die Zahlen besser werden. Mehr Nachrichten von heute jetzt im Überblick. Knapp 100 Jugendliche haben am Donnerstag in verschiedene Berufsbilder und Unternehmen der Stadt geschnuppert. Grund dafür war der bundesweite Girls and Boys Day, der Mädchen für technische und Jungen für soziale Tätigkeiten interessieren soll. Bei der Elsterwelle war Timon vom Lessing-Gymnasium zu Gast, der einen Drehtermin im Förderzentrum mitbegleitete. Anlässlich der Eröffnung der Aktion Blühendes Sachsen wurde am Donnerstag in die Gärtnerei Witte in der Hoyerswerder Altstadt eingeladen. Die Tage der offenen Gärtnerei mit der Aktion Blühendes Sachsen findet seit nunmehr 15 Jahren in mehr als 100 Betrieben des Freistaates statt. Die geladenen Gäste wurden von den Steppkes der Kindertagesstätte Ludgi aus Bergen mit Brot und Salz empfangen. Auch die Pflanze des Jahres wurde präsentiert. In diesem Jahr handelt es sich um den Goldstaub. Wer einmal hinter die Kulissen der Gärtnerei Witte schauen möchte, der ist an diesem Wochenende zum Tag der offenen Tür eingeladen. Auf Einladung der Bundestagsabgeordneten Maria Michalk waren am Mittwochabend der Referent für gesellschaftspolitische Fragen des Kolpingwerkes Viktor Feiler und Stefan Degen, Mitglied des Bundesvorstandes, zu einer Gesprächsrunde im Pfarrhaus der katholischen Kirche Hoyerswerda. Der Abend stand unter dem Thema Armut und Reichtum in Deutschland. Ausgehend vom Bericht der Bundesregierung zu dieser Problematik erfolgte anhand aktueller Beispiele eine rege Diskussion. Den Tag des Baumes zum Anlass nehmend überreichte Maria Michalk zum Abschluss der Veranstaltung der Kolping-Familie und der Pfarrgemeinde Hoyerswerda jeweils einen Wildapfel, den Baum des Jahres. Zu einem Unfall kam es am Mittwochnachmittag am Kreisverkehr an der Elsterstraße in Hoyerswerda. Eine 47-Jährige fuhr ihren Renault ein und hatte dabei offenbar einen BMW übersehen. Die Höhe des Schadens wird mit etwa 5.500 Euro angegeben. Personen wurden nicht verletzt. Am Mittwochmorgen bemerkten Mitarbeiter einer Metallbaufirma in der Bernsdorfer Waldbadstraße, dass Unbekannte in den vergangenen Tagen eingebrochen waren. Die Täter entwendeten diverse Werkzeuge und Metallschrott im Gesamtwert von ca. 2.000 Euro. Bei dem Einbruch entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. In der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte in Kamenz in zwei Imbissstände eingebrochen. An der Windmühle entleerten die Einbrecher im Schankbereich zwei vorgefundene Pulverfeuerlöscher. Ob etwas gestohlen wurde, hat der Eigentümer bislang noch nicht beziffern können. In einem Imbiss an der Straße zum Tower wurden vier Schlüssel und Wurstwaren im Wert von ca. 50 Euro gestohlen. Der verursachte Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Der Sportclub Hoyerswerda bietet einen dualen Studienplatz im Bereich Event- und Sportmanagement an. Neben den Theoriephasen in Riesa wird die praktische Ausbildung beim SC erfolgen, informiert der Verein. Das Studium beginnt im Oktober. Bewerbungen werden bis zum 3. Mai in der Geschäftsstelle in der Jahn-Sporthalle entgegengenommen. Im Sonderpädagogischen Förderzentrum Dr. Friedrich Wolf in der Hoyerswerda Altstadt läuft zurzeit wieder die traditionelle Projektwoche. In diesem Jahr lautet das Motto: Die Welt, in der wir leben. In 18 Projekten befassen sich Schüler mit Themen der Region wie dem Wolf und dem Klimawandel. Aber auch zu einem Streifzug durch die Kontinente wird eingeladen.
Wie reist man am schnellsten um die Welt? Natürlich mit Musik. Aus diesem Grund haben die Mädchen und Jungen in den vergangenen Tagen typische Tänze der verschiedenen Kontinente mit viel Enthusiasmus und vor allem auch Spaß einstudiert. Dazu gibt es ausgewählte Informationen, die mittels Computeranimation eingespielt werden. Eigentlich alles an sich war schwer, aber diese Animation, dass die Kugel sich zum Beispiel dreht, dass das Flugzeug direkt auf die Kugel fliegt, das war die härteste Arbeit und hat auch am längsten gedauert, ehe wir das alles eingestellt haben. Der Klimawandel und nötige Schutz der Umwelt ist ja in aller Munde. Am Förderzentrum haben sich die Mädchen und Jungen überlegt, was man im Kleinen tun kann. Dazu gehört natürlich die konsequente Mülltrennung, aber auch so wenig wie möglich davon zu produzieren. Deshalb wurden Stoffbeutel gestaltet, damit zumindest in den eigenen Familien die Plastiktüte ab sofort tabu ist. Aber das ist nicht das Einzige, was die Schüler mit nach Hause nehmen. Dass man mehr Sachen aus dem Inland kauft, also wie zum Beispiel Äpfel oder Gemüse eben. Weil wenn man das vom Ausland kauft, das kann zwar vielleicht besser schmecken, aber das ist halt mehr CO2-Ausstoß und damit schädigt man ja auch damit der Umwelt, denke ich mal. Auch für das leibliche Wohl aller Teilnehmer war während der vergangenen Tage gesorgt. Recht professionell versuchten die Steppkes, ihre selbstgeschmierten Brote, Würstchen und Getränke an ihre Mitschüler zu verkaufen. Das alles übrigens nicht zum Selbstzweck, sondern um Gutes zu tun. Für eine Organisation, die heißt Welt für die Brot und Brot für die Welt, die gibt dann armen Kindern in anderen Ländern Brot, damit die etwas zu essen haben, weil die sich das nicht leisten können. Übrigens, 180 Euro haben die Schüler so bereits gesammelt. Und am Freitag zur großen Präsentation vor Eltern und Verwandten kommt sicherlich ein noch größerer Spendenbetrag zusammen. Für Hobbyastronomen bietet der Himmel heute Nacht ein besonderes Schauspiel. Eine partielle Mondfinsternis ist mit bloßem Auge zu sehen. Das Himmelsspektakel beginnt kurz nach 20 Uhr und dauert 4 Stunden. Wie die Chancen für gute Sicht stehen, das erfahren Sie gleich in den Wetteraussichten. Die Sparkasse hat zufriedenere Kunden, deshalb üben wir jetzt kundenorientierte Beratung. Michalski, jedes dieser Eier ist ein Kunde, den wir verstehen müssen. Was will Ihr Kunde? Frau Habeck. Dass ich auf seine Bedürfnisse eingehe, wie die Sparkasse. Und dass seine finanziellen Interessen im Mittelpunkt stehen, nicht unsere. Ich hatte keine Wahl. Er wollte zur Sparkasse. Top-Beratung statt 0815. Das Sparkassenfinanzkonzept. In 2012 unternahmen 34 Fotografen ein ungewöhnliches Langzeitprojekt. Immer sonntags wurde ein Foto geschossen. Und so entstand eine fotografische Erzählung über Hoyerswerda. Das Ergebnis ist jetzt zu besichtigen in der Energiefabrik Knappenrode. Die Eröffnung war ein Riesenerfolg. Die Ausstellung belegt, wie vielfältig das Leben in der Stadt ist. Egal, wo die fotografischen Geschichten eingefangen werden, es entsteht eine ungewöhnliche Erzählung, betrachtet aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Das einzelne Motiv tritt dabei ins Gespräch mit den anderen Beobachtungen. Eine einsame Waldlichtung trifft auf ein Zirkuszelt, eine Kindergeburtstagstorte oder bummelnde Passanten in der Stadt. Die Fahrt im Auto wird genauso dokumentiert wie das entscheidende Fußballspiel, das Neujahrskonzert ebenso wie eine Beerdigung. Lief gut. Also es waren 120 Leute
hier ungefähr, die, wir haben ja nicht gezählt, die sich die Fotos anschauen wollten, die auch dazu Kaffee, Kuchen und eine gute Laudatio gehört haben, die einfach gut eingeführt wurden in das Projekt. Und ja, ich denke und hoffe, das wird eine gute Resonanz für das Jahr 2013, wo man einfach das Jahr 2012 nochmal Revue passieren lassen kann in der Lausitz. Wer sollte sich die Ausstellung anschauen? Die Ausstellung ist für alle, die gerne Fotos haben, für alle, die auch ja, mit der Region verbunden sind oder sie auch entdecken wollen, finde ich auch ganz spannend. Sie wird bis 31. Oktober hier bei uns zu sehen sein in der Alten Waschkau und es ist so eine schöne Verbindung zwischen der Kaue, vielleicht sieht man das nachher nochmal, und den Fotos, weil es eine ganz lebendige Geschichte ist. Ein altes, neues Bürgerhaus entsteht im Herzen der Altstadt. Das Dach ist fast fertig und an vielen Orten wird gewerkelt. In naher Zukunft werden hier Kinder, Jugendliche und Erwachsene das Haus bevölkern. Das wird die neue Kreativwerkstatt der KUFA. Doch das Herzstück war und wird wieder der historische Ballsaal. Konzerte, Theaterstücke und rauschende Feste werden hier bald wieder zu erleben sein. Das Bürgerhaus an der Braugasse 1 wird ein Treffpunkt für die Menschen der Stadt. Der Nachbarschaftshilfeverein lädt am Freitagvormittag wieder zur Wirbelsäulengymnastik in die Begegnungsstätte Grüner Hain an der Hufelandstraße ein. Wer mitmachen will, sollte um 10 Uhr da sein. Beim offenen Freizeittreff im Natz in der Hermannstraße in Hoyerswerda stehen am Freitag Knobeleien und Gesellschaftsspiele im Programm. Beginn ist 14 Uhr. Im Jugendclubhaus Ossi in der Hermannstraße in Hoyerswerda wird am Freitag eine Breakdance-Stunde mit Micha stattfinden. Los geht's 15.30 Uhr. Mit 7 Meilenstiefeln durch die Kirchengeschichte von Kamenz. Unter diesem Thema steht am Freitagabend ein Vortrag des Kamenzer Geschichtsvereins im Hotel Goldener Hirsch. Er beginnt um 19 Uhr. Der Astronomische Verein Hoyerswerda lädt am Freitag in das Planetarium an der Collinstraße zum Vortrag unter dem Motto Der Mann im Mond – Wissenswertes über unseren himmlischen Begleiter ein. Los geht's, 19 Uhr. Die Neue Bühne Senftenberg hat am Freitag im Rangfoyer das Programm mit Liedern und Gedichten Die Welt ist rund, denn dazu ist sie da, im Spielplan stehen. Vorstellungsbeginn ist 19.30 Uhr. Und im Blow-Up-Kino der Hoyerswerda Kulturfabrik läuft am Freitag der deutsche Streifen Die Libelle und das Nashorn. Filmstart ist 20 Uhr. Nachts aufgelockert und niederschlagsfrei, Tiefstemperaturen 12 bis 9 Grad.
Am Freitag zunächst freundlich, im Verlauf ansteigendes Schauerrisiko, vereinzelte Gewitter nicht ausgeschlossen, Höchsttemperatur 18 bis 25 Grad. Das war die Drehscheibe für Donnerstag. Morgen geht es bei uns unter anderem um die neuen 5-Euro-Scheine, die demnächst in Umlauf kommen. Das Team der Drehscheibe wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.